USA gegen Brasilien. USA, Brasilien. Tschüss. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. So, wir bauen ab jetzt Real-Life-Verletzungen ein in den Matches. Okay. Das heißt, Neymar darf einmal nicht spielen. Gut, den habe ich eh nicht. Ja. Ist okay. Nee, Spaß. Gibt's irgendwas? Nein. USA. Schaut das gut aus. Das Einzige, wenn du das ganz genau wissen willst. Jones und Test. Eine gelbe noch und gesperrt. Okay, warte, muss ich das zurücknehmen. Warte. Was meinst du, eine gelbe noch? Dann, wenn sie noch eine gelbe haben, sind sie gesperrt im nächsten Spiel. Ach so, ich dachte, sie sind jetzt gesperrt. Nein. Ach so, okay. Okay, danke. Aber nicht alle Karten immer gelöscht nach der zur K.O.-Phase? Nein, erst auf dem Halbfinale. Mhm. Bei der EM ist es nochmal anders. Ich glaube, da ist es K.O. Phase. Aber dann haben wir gesagt, wir machen es einheitlich, dass nicht durcheinander kommt. Wobei, ich glaube, bei der EM kommen wir sowieso nie auf drei Karten. Wieso? Naja, nicht. Aber ich... Wo spielen wir? Letztes Mal 1. Ey, aber du fangst dann gleich ins Viertelfinale an. Wie sehen wir es mal? Sicher, so gesehen, die erste Runde hat es ja. Wir freuen uns auf ein super Spiel. Ja, stark, extrem auf dieses Spiel und ich glaube, das ist sehr, sehr unterhaltsam und interessant. Ja, Kuna, großer Held von Brasilien in diesem Turnier. Ball ist weg. Jairzinho. Ja, du sagst, letztes Spiel kann ich mir erinnern. Erste Halbzeit ziemlich schwach, dann aber sehr, sehr stark gesteigert. Sich top in die nächste Runde platziert. Heute glaube ich gegen Brasilien muss man von Anfang an da sein. Ja, wie auch immer, man blickt schon auf die FCC, auch personaltechnisch, da hat man schon ein paar Verstärkungen in Sicht. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Heute wird er hier sein erstes Spiel absolvieren, Bouchier, und er ist ja ein Spieler, von dem hier durchaus eine Menge erwartet wird. Wie schätzt du das Ganze ein? Oh. Das war richtig klar. Cooler. Guter Lupfer, da hat nicht viel gespielt. Vielleicht testet man noch den zweiten Torwart. Der die gleiche Stärke, Gesamtstärke hat. Das waren sie gut. Boah. Aber dann verlieren sie den Ball, damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Ja, aber ist klar, gegen Brasilien ist die USA ein krasser Außenseiter. Wie gesagt, da müssen sie wirklich mehr tun. Flanke kommt rein. Gut aufgepasst. Steffen ist auch der bei Puki dabei war, oder? Ja. Steffen ist normaler Goalie, oder was meinst du? Ja, aber der war bei der Puki Challenge dabei, oder? Okay. Ich glaub. Jetzt. Ja, den hat man Platz lassen. Der nutzt den Platz und macht's. Stark gemacht. Herrlicher Alleingang. Ja, sowas sieht man nicht allzu häufig. Keiner kann ihn stoppen. Puff. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ja, trotzdem darf man jetzt nicht nachlassen. Weston McKennie. Ball geht zurück.
Jones. Ja, da läuft der Ball sehr gut. Sie tun aktuell wenig für die Offensive. Boah. Aber den habe ich jetzt übersehen. Vielleicht jetzt. Ja. Cesinho. Nutzt darauf der Gegensätze und Fehler. Alle Gände haben die Amerikaner noch nicht. Was denn? Haben die welche? Ich glaube nicht, nein. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Boah. Jones. Zimmermann. Weston McKennie. Ball bei Dest. Oh. Ja? Wichtig, dass er mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Ich glaube, es gibt keinen langsamen, wirklich langsamen Brasilianer jetzt außer Jose. Naja, schon. Ja, da gibt's gute Anspielstellen. Kuhn jetzt auch nicht so schnell. Kommt auch einmal schnell links für dich. Die Flanke jetzt. Die Gefahr erstmal bereinigt. Jairzinho. Schnell ist jetzt Auslegungssache dann. Pulisic für die WM-Karte, geil. Ball im Aus, gedeckt. Was wir sind dann, wenn es auf jeden Fall schneller aus meiner Bandstürme. Mit diesem Remis können Sie natürlich durchaus zufrieden sein und allzu viel investieren Sie jetzt auch nicht mehr in diese Partie. Und das schmeckt den Gästefans überhaupt nicht. Immer wieder, das haben wir ja mal ganz stark bemerkbar, und die Uhr läuft gnadenlos runter. 97 Klang hat er. Na, da machen Sie zu wenig, jetzt kommt der Schuss. Ball ist weg. 97 ist eh viel. Das muss ich sagen, ja. Dann stimmen wir auf jeden Fall mehr als meine. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Donovan. Boah, Alter. Er zieht vorbei. Da kommt vom Tempo her. Jetzt nicht so viel Unterschied zwischen den beiden Teams. Thiago Silva verliert den Ball. Zimmermann. Weston McKennie. Oh. Ball ist weg. Ja, beide nervös, aber riskieren auch nicht allzu viel. Christian Pulisic. Landon Donovan. Gute Grätsche, er hat den Ball. Alter. Sie bekommen den Angriff. Beide auch fair bis jetzt. Er fängt diesen Pass an. Oh. Gut ausgebessert. Schönes Sieg. Das ist Donovan. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Oh ja, da. Gefährlich. Gehalten. Cooler. Schon eine richtig. Das ist vielleicht die Chance durch die Ecke. Aber dann sind sie doch ein wenig zu unkonzentriert. Machen nichts draus. Ronaldinho. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Es geht in die Pause. Da ist der Pfiff, der erste Durchgang. Ja, stand jetzt. Glaube ich, beide hätten sich's verdient, hier weiterzukommen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Natürlich Vorteile bei. Ja, die Außenbahnen sind schnell bei mir. Was sind die? Bitte? Außenbahnen sind schnell bei Brasilien.
Ah, okay. 93, 92, 91, 89. 82 und 87 habe ich auch aus dem Bahn schnell. Was für ein Kämmer ist das auf Donovan drauf? Boah. Weiß ich jetzt nicht. Keinen guten anscheinend. Ich glaube noch gar keinen. Okay, gut. Dann hat er keine 97 auf jeden Fall. Also ist eine Hand da drauf oder so. Gutes Timing, gute Grätsche, er holt sich den Ball. Test. Stark kann es. Jetzt ist er vorbei. Oh, stark, Ronaldinho. William José. Und José! Alter, wieso wertet er nicht ab, der Verteidiger? Gut gemacht von Ronaldinho, der auf der Seite nach vorne gekämpft. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Der Verteidiger nicht hingegangen. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Jetzt wäre der Platz auf außen. Nein! Alter. Arbeitet nach hinten. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. Ah, ich glaube aus der Distanz wird eher nichts. Oh, Alter! Nein, Alter! Wird da alles ausgenutzt, Alter? Stark! Drittes WM-Tor von Josi. Zwei in dieser wichtigen Partie hier bislang. Bisschen ist allerdings noch zu spielen, aber noch 35 Minuten, sagt die Uhr. Ach Gott. Wieder zu langsam. Dann machen wir das auch gleich. Nachlässigen Befreiungsschlag, halbherzig, und das wird bestraft, und der Ball ist bitter für die Amerikaner. Sieht nicht ungefährlich aus. Aber schön. Ja. Schön. Sie brauchen noch einen Treffer. Ja, verkürzt. Wo gesagt, es ist noch etwas zu spielen. Spielstand lautet hier also 3-2. Richarlison. Diego Carlos am Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten. Boah, das war gut. Okay.
Boah, das gibt es nicht, Alter. Wird da jedes fucking Dings ausgenutzt, Alter. Wirklich Pech, aber jetzt noch, muss man sagen, bei den Amerikanern. Na, Alter. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann setzt er sich durch. Willenstein, das zeichnet ihn einfach aus. Wie soll man da gewinnen können, Alter? 4:2 steht es damit. Hier ist einiges los. Der Schuss gehalten, Szene geht weiter. Nein! Abwehr kann erstmal durchatmen. Zu lang, kein Problem für den Torhüter. Jetzt könnte der Pass kommen. Zuspiel Coutinho, Gegner ist da. Auf außen ist jetzt Platz. Where? Die Chance jetzt. Alter, warum macht er nicht noch den Haken? Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Das wird hektisch in den letzten 20 Minuten. Das gibt Einwurf. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Sind wir mal eine gelbe Karte. Gutes Tackling. Bruno Perez. William José. Verteidiger ist da, er hat den Ball. Eckball gibt's. Ecke kommt ins Zentrum. Tyler Adams. Oh, schön. Sehr gut, gefährlicher Heber. Ah, oh, das hätte gefährlich werden können. Ganz wichtige Aktion. Oh. Nein, Alter. Da ist einer verletzt. Läuft auf jeden Fall nicht mehr ganz rund. Er kann es machen. Der Schuss war nicht. Fabio. Na gut, wird schon nicht verletzt. Sollten sie weiterkommen, ist das auf jeden Fall die Antwort, dass er das Viertelfinale nicht mitspielt. Der Rest ist leider das eingetroffen, wie angesprochen. Zu viele Fehler! Kann den USA aber nicht abschalten, dass sie bemüht sind. Also Spiel auf Augenhöhe ist es auf jeden Fall. Ich kann nicht sagen, dass Brasilien hier die bessere Mannschaft ist. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Noch ein bisschen Pech. Ball ist erstmal weg. Bisschen dumm verteidigt und auch ein bisschen Pech. Ganz wichtige Aktion. Eine Mischung aus beiden. Und aus den klügeren Brasilianern natürlich. Und mittlerweile und bei mir ist keiner im Nachschuss, Alter. Im Nachschuss war bei mir auch keiner, ja, bei den Brasilianern. Die kurze Ecke. Er fängt diesen Ball ab. Nee, das war's jetzt. Jetzt ist Platz für den Konter.
Der Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Scheiße, oder wenn da jetzt noch ein Tor reingegangen wäre, Alter. Wäre es noch heiß geworden. Der wäre die Chance über aus. Alter? Nein, jetzt schaltet sich der Controller auch noch ab. Läuft. Alter. Ah, das ist schon clever. Ist ja nicht so, dass man da noch was machen kann. Ja, man muss sagen, USA brav. Bisschen fehlt hier aber noch. Sie haben da Platz auf den Flügel. Zum Schluss hat alles nicht in die Karten gespielt. Die Effizienz. Und jetzt haben wir teils die Fehleranfälligkeit dann hinten und natürlich dann auch noch das Pech. Alles im Allen fand ich sehr gut gespielt. Ja, aber mit dieser Leistung können sie trotzdem nach vorne schauen. Und den Amerikanern.